zum letzten Messetag. Bin noch nicht auf der Autobahn, kann euch noch nicht sagen, wie es los ist, aber ich bin heute ein bisschen eher. Für mich ist heute früh jetzt erstmal totale Aufregung. Ich habe jetzt das Speed Dating Autor und Verlag. Das heißt, ich treffe jetzt gleich, also gleich in einer Stunde, anderthalb, mich mit drei Verlagen, wo ich jeweils 10 Minuten Zeit habe, denen zu erklären, wie toll mein Buch ist, weil ich sowas ja so gut kann, weil ich ja so selbstbewusst und überzeugt von mir bin. Ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet, aber trotzdem habe ich echt, naja, die Hosen voll. Ich kann mich so schlecht selber verkaufen. Ich hatte 5 Stunden Schlaf. Ich bin kein Kurzzeitschläfer. Ich brauche eigentlich schon ein bisschen mehr. Und gestern Abend ja noch tanzen gewesen und mir tun eigentlich so die Beine weh. Aber egal, ich ziehe das heute noch durch. Ich freue mich auch nochmal total. Es ist irgendwie wie in einer ganz, ganz anderen Welt. Also die Leute so zu treffen und ich will eigentlich gar nicht wieder nach Hause, weil es ist echt irgendwie, naja, wirklich schön. Aber gut, wir leben im Hier und Jetzt und wir haben ja noch einen Tag vor uns. Läuft. Ich habe jetzt die Lisa und die Svenja gefunden. Hallo. Guten Morgen, Svenja. Wie fühlst du dich? Letzter Messetag. Cool, dass noch ein Tag da ist. Aber scheiße, das traurig, ist, dass wir heute Abend gehen müssen. Du bist noch nicht dran. Ja, schade, Lisa, dass man jetzt mein Gesicht Lisa dazu möchte auch reden. Nein, du darfst das noch. Wie arm bist du? Kannst du deine Miete diesen Monat noch bezahlen? Oder? Ja, gerade noch. Naja, Miete ist ja schon bezahlt. Oh. Aber nächsten Monat geht auch noch. Dein bestes Buch, was du ergattert hast? Oh, mein bestes? Oh, die sind alle toll. Kann ich nicht sagen. Das sind wieder die Blogger, ja. Ja, was soll ich sagen? Dein bestes Goodie? Mein bestes Goodie? Die Kette von Laura Newman. Okay, ich schlafe noch ein bisschen, okay? Nein. Du bist also auch noch müde. Ich esse übrigens gerade eine Bulette, das ihr euch nicht wundert. Ja, ich freue mich auch auf den letzten Messetag. Was war dein bestes Buch? Oh. Warum sag jetzt nicht viele? Das hat nämlich Lisa schon, Ich freue mich am meisten über die Bücher vom Sternsand Verlag. Also ich habe mir von Farina Devat-Jamil Zorn und Zähmung habe ich mir schon im Voraus gekauft. Dazu leicht gelächelt. Habe ich mir schon im Voraus gekauft. Und ich habe mich tierisch gefreut, die Greifensaga 3 von Corinne Sperry. Ich bin schon wieder kurz abgelenkt. Was ist denn nicht alles siebt, ja? So, Greifensaga 3, ich höre zu. Ja, bitte. Die Greifensaga 3 freue ich mich extrem drüber, auch weil ich sie schon gelesen habe. Jetzt habe ich das Buch für mein Regal. Und Absolution von Jasmin Romana Welch, weil das habe ich auch schon gelesen. Aber dieses Buch zu haben ist so toll. Ja. Und dein bestes Goodie? Finde ich bisher am besten, ich habe es sogar um, eine Kette von Jasmin Romana Welch, die habe ich auch noch mal in schwarz. Und ich habe Ketten, Schlüsselanhänger und Buttons von Jasmin Romana Welch und Violet Hula von ihrer Zum Verlieben-Reihe, Ein Surfer zum Verlieben und so weiter. Oh. Und wie viele Bücher mehr habt ihr nach diesem Messebesuch bis jetzt? Also bei mir sind es 13. Bei mir sind es 15. Du bloggst ja jetzt noch nicht mal seit einem Jahr. Ja. Wie hast du es geschafft, schon so bekannt zu sein? Viel gemacht, dass viele Leute lesen wollen. Ich habe Autoren vorgestellt, ich habe unbekannte Autoren vorgestellt, hauptsächlich. Mhm, genau. Ich habe richtig eingeschlagen, hat mein Beitrag darüber, wo ich 45 Autoren gefragt habe, warum Rezensionen wichtig sind. Das ist so, für mich sind diese realen Blogs total, was heißt reale Blogs, also die normalen Blogs. Ich verstehe, total, was du meinst, das geht mir auch so. Weil ich habe immer so gedacht, ja schön, da muss ich jetzt jedes Mal auf die Seite gehen und nachgucken, ob da was Neues ist. Das ist mir schon wieder viel zu anstrengend. Da habe ich es dann über Facebook lieber. Tanja Neise! Gut. Bis später. Da habe ich meine Videokamera jetzt nicht dabei. Muss das jetzt mal aufs Handy aufnehmen. Ich habe jetzt gleich meinen ersten Termin bei Verlagen. Das Handy ist echt doof. Ich zeige euch mal kurz, was hier los ist.
Also es sind echt viele, viele Leute hier. 10 Minuten habe ich jetzt noch, dann muss ich rein. Ich bin total aufgeregt. Ja, ich bin total aufgeregt. Es war ganz schön aufregend. Ich habe insgesamt mit 4 Verlagen gesprochen. Und ja, muss sagen, bin sehr gemischt dort raus. Ich bin gut angekommen, glaube ich. Aber ich weiß nicht. 2 fand ich gut. Das war richtig nett. Einer war nicht so. Ja, mal gucken. Ich werde dranbleiben. Ich sehe gerade hier noch jemanden. Ja, ich bin hier gerade total. Haha, Moment. Da ist nämlich die Jasmin. Sie hat jetzt gleich nochmal Tonino-Auftritt. Ja, und ich hoffe, dass die Weiber jetzt bald wieder kommen für weiter können. Wir haben uns jetzt gerade einen Vortrag von Laura Newman angehört. Und Lisa und Svenja stürzen sich jetzt gerade hier ins Gewühl und versuchen, eine signierte Ausgabe von Jonah zu bekommen. Wir sind Knüller. Fertig. Es ist jetzt kurz nach 3, glaube ich. 3 Stunden, dann kann ich nach Hause. Wir warten nämlich noch auf 17 Uhr auf die Lesung von Corinne. Ne? Ja. Es ist jetzt ruhig geworden hier. Zeig mal meine Schulter. Also das ist ruhig, so im Vergleich zu den letzten Tagen. Ich könnte Markus Hals jetzt noch abarbeiten. Okay. Sie ist nämlich gerade mein offizieller Flyer-Verteiler oder Lesezeichen-Verteiler, weil ich selbst so schüchtern bin. So, ja, das muss sie noch lernen. Das Mädchen hielt ihn erbarmungslos fest und drehte den Arm nach vorne, sodass Fahim seine Hand zeigen musste. Bei den Göttern! Ihre Augen weiteten sich und sie senkte die Fackel. Woher hast du das? Sie ließ ihn los und starrte entgeistert auf den Gegenstand in Fahims dünnen Fingern. Der Junge trat von einem Fuß auf den anderen und umfasste sein Handgelenk mit der anderen Hand, als wolle er es davor bewahren, unter dem Gewicht der Beute abzufallen. Ich, begann er und senkte den Blick. Ja? Mika nahm ihm den Gegenstand aus der Hand und betrachtete ihn im Licht des Feuers. Er war etwa so groß wie eine Faust, glich rein äußerlich einem Ei und schien aus purem Gold gefertigt zu sein. Zumindest war er schwer genug dafür. Mehrere wertvoll anmutende Steine waren seitlich eingelassen und glänzten verführerisch. In der Mitte schien ein Mechanismus das Ei zusammenzuhalten. Als Mika daran herumdrückte, ließ es sich jedoch nicht öffnen. Ich, Fein biss sich auf die Unterlippe, bevor er fortfuhr. Ich habe ihn aus dem Tempel des Wassergottes. Du hast die Götter bestohlen? Mika nahm den Blick vom goldenen Ei und sah stattdessen fassungslos den Jungen an. Nun ja, du weißt, dass das Unglück bringt, wie bei allen. Mika senkte ihre Stimme zu einem Raunen. Wie konntest du nur so etwas tun? Ich konnte nicht anders. Fahim hob den Blick und sah sie gequält an, sodass sie fast Mitleid mit ihm bekam. Messe ist zu Ende. Wir sind jetzt noch am Zauber-Zwischenzeilen-Stand. Komm her, Svenja, da bin ich nicht so allein. Wir sind jetzt noch am Zauber-Zwischenzeilen-Stand und
sonst, wenn er bei uns gleich Schluss macht. Ich bleibe noch ein bisschen, weil ich Corinne versprochen habe, dass ich ihr beim Abbauen helfe. Ja. Jetzt guck mal aber mal noch kurz, wie es allen so geht, Svenja. Wie fühlst du dich? Traurig. Nee, lass mal kurz weg. Ansonsten? Also die Messe war toll. Die Messe war wirklich toll, aber trotzdem traurig. Okay, lassen wir weg. Die Messe war geil. Schneiden wir raus. Okay. Machen wir noch mal. Also wie geht's dir jetzt nach der Messe? Super. Immer noch super. Das ist sehr, sehr schön. War erfolgreich? Sehr erfolgreich. Also Erwartungen bei weitem übertroffen. Definitiv. Schön. Was war dein Highlight? Das darf man ja Autoren auch fragen. Oh mein Gott. Gut. Alles? Nein, die Lesung gestern war super cool. Gestern Abend. Wie geht's dir? Traurig. Lassen wir mal weg. Was noch? Gut, ich habe, ich glaube, 20 neue Bücher und tonweise Goodies, aber ich bin trotzdem traurig. Ja, das sind wir alle. Die Messe geht zu Ende. Wollen wir von dir verabschieden? Nein, nie. Hallo, ich bin jetzt aus der Messe raus. Es ist jetzt 18.46 Uhr. Okay, ich gebe zu, ich habe gerade schon ein bisschen telefoniert. Ich bin jetzt raus. Es war ein schwerer Abschied. Wir haben uns alle wieder für die Frankfurter Buchmesse neu verabredet, ganz klar. Es waren tolle 3 Tage, kann ich nicht anders sagen. Wahnsinns viele Eindrücke, das muss man alles erstmal verarbeiten. Für mich aus Autorensicht auch was ganz Neues, die ganzen Autorinnen zu treffen und zu sehen, dass die alle, also man hat ja immer so ein bisschen Angst vor Kratzbürstigkeiten oder so, das ist gar nicht, also zumindest die ich kennengelernt habe, das ist alles nur ein tolles Miteinander, das war wunderschön. Ja, dann habe ich Verlage getroffen, also gerade heute früh, kann ich ja jetzt mal kurz erzählen, mein Verlagsdating. Auch das war sehr interessant zu sehen, also es ist ja das eine, irgendwas an Verlage zu schicken, aber das andere wirklich mal direkt mit ihnen zu reden. Auch das war echt interessant zu sehen, wie Verlage so ticken und wie unterschiedlich auch Verleger sind. Teilweise, wo man wirklich sieht, alles auf Masse, gewinnorientiert, aber teilweise auch wirklich welche, wo man merkt, die sind richtig mit Herzblut dabei. Ich werde jetzt mal sehen, was es für mich und mein Buch so bedeutet, wie es jetzt weitergeht. Was ich auf jeden Fall, wo ich mich jetzt riesig drauf freue, dass die ganze Messe rum ist. Ich komme jetzt endlich wieder zum Schreiben, es kann jetzt weitergehen. Ich habe noch für euch einiges an Goodie-Packs, auch Lesezeichen und Leseproben. Die gehen dann demnächst an euch raus. Nach der Messe ist vor der Messe, das nächste ist auf jeden Fall Frankfurt. Ich freue mich riesig drauf und... Ja, die 3 tollsten Dinge, Zeilenzauber, das ganze Geschehen dort am Stand, also Zauber zwischen Zeilen, das ganze Geschehen am Stand und die Autorinnen, toll. Lisa, Svenja, Lil, euch kennenzulernen, endlich richtig kennenzulernen, ja, es war toll, es war lustig, es war klasse. Ich wurde für ein Radio interviewt, den Link gebe ich euch nochmal, wenn es raus ist. Auch mein erstes Interview, mein erstes offizielles richtig mit Miko. Und dieses Treffen mit den Verlagen, das waren eigentlich so die 4 Dinge, die für mich hier atemberaubend waren am Wochenende. Ich danke euch fürs Gucken. Und ja, viel Spaß, wenn ihr es noch nicht getan habt, jetzt nach diesen Eindrücken von mir, dann vielleicht auch mit meinem Buch. Und demnächst werde ich euch sicherlich, jetzt wo ich mich vor die Kamera traue, vielleicht auch mal mit einer kleinen privaten Wohnzimmerlesung erfreuen. Dann könnt ihr noch ein bisschen mehr vom Buch sehen, wo ihr jetzt so viel von mir gesehen habt. Also dann, ich verabschiede mich von der Leipziger Buchmesse 2016. Danke euch fürs Zugucken. Danke euch allen, die ich getroffen habe. Und wir sehen uns in Frankfurt spätestens. Ciao.